So, nun sind wir wieder bei Heroes of the Storm, aber nur für ein ganz kleines Update, was jetzt neu kam. Wie ihr seht schon den neuen Charakter, den man spielen kann. Vergleich, man hat zu einem, hat man, wie man sieht, Porträts, hat man jetzt dieses Facebook-Porträt bekommen. Und das ist aber nur eine kleine Neuerung. Dann hat man, wie ihr hier unten seht, besondere Ereignisse. Töte einen Schatzgoblin. Ja, das ist so ganz am Anfang, aber wirklich am Anfang. Das Spiel startet, dann taucht in eurer Base dieser Schatzgoblin auf. Und wenn ihr den tötet, bekommt ihr einfach mal am Ende des Spiels 100 Gold umsonst. Dieser Bonus geht aber nur ein einziges Mal am Tag. Das heißt, pro Tag könnt ihr 100 Gold bekommen. Das sind dann im Monat, wie gesagt, 3000 Gold umsonst. Was schon mal richtig geil ist, finde ich. So. Wie ihr seht, ich habe ihn noch nicht. Ich werde das heute noch machen. So, dann zu dem anderen. Der Schlechter. Ja, der ist neu. Wir gehen mal in den Shop gemeinsam. Und ihr seht, der Schlechter kostet 15.000. Ich werde den Schlechter auch jetzt mal mit euch kurz noch antesten und ihn mal ein bisschen erklären und zeigen, was er kann. So. Ja, er sieht ganz gut aus, finde ich. Also so, wie man den Schlechter auch aus Diablo 3 kennt. Das ist ja der erste Boss. Und jetzt gucken wir uns mal die Skins an. Ja, er hat ja wie immer, das sind die Farben davon. Finde ich in Grün persönlich nicht so gut. Gold hat was. Dann der Elite-Skin ab Stufe 10 für 10.000 Gold. So sieht er aus. Er kriegt halt Knochenpanzerung. Und hier so eine kleine Panzerung. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und dann kommt natürlich der bezahlbare Skin diesmal, 7,50 € kostet er, keine 10 oder 15. Ich finde den nicht schlecht, also ich finde, der sieht sogar ziemlich nice aus und den gibt es natürlich als Paket. So, ich zeige euch das Paket einmal. Das Paket kostet natürlich 20,60 €. Ja, Blizzard hämmert da die Preise rein wie nix. Jetzt müsst ihr mal das zusammenrechnen. Der kostet 7,50 € und der Charakter selbst kostet, wenn man ihn kauft, 10. Also wären es 17,50 €. So, jetzt bekommt ihr noch das Reittier, was man aber auch nur bekommt, wenn man dieses Paket kauft. Das heißt, es würde nochmal 3 € bezahlt so für dieses Reittier im Endeffekt. Und das sieht zwar cool aus, ist auch cool, so im Spiel sieht das mega gut aus. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt 20 € dieses Paket unbedingt wert ist. Aber das muss jeder selbst entscheiden. Auf jeden Fall wollte ich euch das mal zeigen. Ja, die neuen, das sind bis jetzt die Angebote, aber da ist nichts neu. Neu ist beispielsweise noch, dass jetzt hier unten der Button rot ist für Spiel verlassen. Und dann wollten wir den Schlechter mal testen. Und den Schlechter können wir auch noch direkt im Skin testen, glaube ich. Ja, testen wir ihn doch einfach mal direkt in diesem Skin. Ausprobieren. Dann gehen wir ja mit diesem Charakter auf eine separate kleine Karte. Und dort können wir halt alles Mögliche einstellen. Diener an, aus, Level hochschalten. Und das werde ich jetzt mal gerade ganz schnell machen. Ja, ich hoffe, wie ich das so erzähle, das Spiel, oder erkläre immer die Updates oder ab und zu mal solche Videos, dass die gefallen euch. Würde mich über einen Daumen sehr, sehr freuen. So, hier geht's los. Diener einmal einschalten. Forts zurücksetzen. Stufe erhöhen. Das müssen wir mal gerade ganz oft machen. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und die 20. So, das reicht. So, was können die Fähigkeiten jetzt generell erstmal? Schauen wir uns das mal an. Ja, mit der Q verursacht 240 Schaden, verlangsamt die Einheit um 50%. Und sie lässt so Bluttropfen fallen, die wir dann stacken und die gegnerische Diener in der Nähe lassen beim Tod ein Stück Fleisch, Frischfleisch fallen. Gut, für mich sieht das aus wie Blut, aber ist okay. Gegnerische Helden 3 Stücke. Eingesammeltes Fleisch erhöht den Angriffsschaden um 1% des Maximalen von 25. Also 25 können wir haben. So, ihr seht, wir greifen den mal gerade ein bisschen an. Holen uns das Blut. So. So, zack. Hat eine mittlere Range. Und ihr seht, wir haben 8 Stück bis jetzt, sind 8%. Alles Fleisch geht beim Tod verloren. Das heißt, wenn ihr sterbt, habt ihr nichts mehr. Ja, dann haben wir noch, fügt einem Held
Ihr seht, da schlägt er so mit beiden Waffen einmal zu. Das gibt 80 Schaden und heilt den Helden 5 Sekunden lang um 75% des Schadens. Das heißt, er weckt ziemlich gut hoch. So, und dann haben wir natürlich noch das hier. Dann stürmt er auf den Feind quasi zu. So ungefähr. Und betäubt ihn uns dann den Zack. Und jetzt, das war's für ihn. Hier sind die drei Stückchen Blut, Fleisch, wie auch immer. Und also der Champ an sich macht sehr, sehr viel Schaden. Hält aber leider ansonsten nichts aus. So, und jetzt werde ich euch noch die Ultika zeigen. Wir werden dafür jetzt mal gerade ganz kurz irgendwas skillen. Einfach mal immer auf die Axt. So, und jetzt haben wir entweder nach 3 Sekunden umhüllt er den Boden mit Feuer und das gibt 1000 Schaden. Das heißt, das ist quasi wie in Diablo, wer das schon mal gespielt hat. Wenn ihr in dieser Arena seid und der Boden von unten Feuer fängt und dann euch verbrennt. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Und hier fesselt er den Gegner am Boden fest und er kommt halt dann nicht weg für 4 Sekunden lang und macht außerdem noch Schaden. Ich denke, wir werden jetzt mal dieses Feuer machen, denn wir können uns ja sonst vorstellen, was es kann. Schmelzöfen lässt sich nach 3 Sekunden nochmal explodiert. Oder ihr sagt, okay, der geht voll auf Schaden, aber wir machen das jetzt mal nur, um zum zeigen. So, und 3 Sekunden, 3, 2, 1, 3, 2, 1, zack, nochmal brennen. Also ihr seht, das ist mega viel Schaden. Der drückt arsch viel Schaden rein. Seht ihr die Kuh? Wie viel Schaden die Kuh macht? Einfach mal. Zack, zack, Stun. Kuh nochmal hinterher wieder. Und wieder die Kuh hinterher. Und schon ist er tot. Also ihr seht, er ist super strong. Wir gehen jetzt mal raus, denn das soll ja nur ein kleines Video werden, was neu gibt. Und dann gibt es natürlich noch eine ganz, ganz besondere Neuerung, nämlich die Map. Es gibt eine neue Map, die werde ich euch jetzt zeigen, aber leider müssen wir die Event im eigenen Spiel machen. Und ihr seht sie schon, Schlacht der Ewigkeit. Wir müssen dort mal kurz spielen. Ja, ich werde kurz mal zeigen, wie sie aussieht. Und ja, wir werden genau ihn nehmen, dann ist das am schnellsten, können wir über die Map fliegen. Und achso, Spiel starten müssen wir vielleicht noch drücken. Und dann seht ihr, die Map ist ordentlich gut. Also die ist wirklich atemberaubend. Bis jetzt muss ich sagen, die beste Map von allen. Nebenan möchte ich nochmal kurz anmerken, hier ist es arschheiß in meinem Zimmer. Mindestens 40 Grad oder so. Ich gehe kaputt, aber das interessiert hier eigentlich keinen. So. Ganz einfach, endloser Kampf. Ihr seht die zwei Helden dort oben. Erzengel und Engel kämpfen gegeneinander. Wir müssen den einen schützen, den anderen besiegen. Schon kämpft der jeweilige für uns. So, das ist im Groben und Knappen mal erklärt. Ja, das interessiert uns jetzt alles mal nicht. Und wir gehen einmal so mit der Kamera über die Map. Wie ihr seht, hier spawnt jetzt unser Engel. Das schauen wir uns mal an. Sieht schon mal atemberaubend aus, finde ich. Ihr seht, alles schön mit so einem Lichteffekt. Dann geht's hier hin. Es hat nur zwei Lanes, wie ihr seht, oben und unten. Das heißt, so eine schöne 3 gegen 3 Map. Wäre das im Prinzip wie LOL, ja. So nenne ich die jetzt einfach mal 3 gegen 3. Oder eher gesagt wie hier in Geistermine-Style. Und hier ist nur ein Camp. Hier oben und hier unten ist ein Camp. Wie ihr seht, unten ist die Hölle. Hier ist der Himmel. Und hier in der Mitte beginnt der ganze Spaß und wir werden hier jetzt mal hinfliegen. Und dann werde ich euch das jetzt mal zeigen alles. Wenn die kommen, die werden jetzt gleich spawnen. Ihr seht, die Tore sehen super gut aus. Also hier sieht alles wirklich so aus, wie man sich auch aus den Diablo-Spielen vorstellt. Und ihr seht, hier ist der Erzengel. Quasi kommt dann der oder der hier und kämpft für euch, wenn ihr diese Erzengel besiegt habt. Wir warten jetzt mal kurz drauf, bis sie erscheinen. Ansonsten geht das Prinzip ganz normal los. Also es geht hauptsächlich wirklich nur darum, euren Engel oder euren Erzengel zu besiegen, zu beschützen. Denn der reißt arschschnell ein. 3 Schläge, Tower Down, dann hat er noch so eine Rundum-Attacke, dann hat er noch eine, wo er das Schwert so in den Boden rammt. Dann werden rundherum Leute gestunt. Also, sie reißen schon sehr, sehr schnell alles ein. So, jetzt hoffe ich mal, der kommt halt noch.
Ach ne. Wie lange spielen wir denn jetzt? Ach komm, ich push mir das halt ein bisschen was aus Spaß. Solange der ja nicht kommt. Kommt nämlich unten rechts dann so eine Einblendung. Jetzt, ja, 14 Sekunden, ihr seht. Und dann geht auch schon der Spaß los. So, 6 Sekunden noch. Dann können wir uns langsam mal auf den Weg machen. So, ihr seht. Diese zwei netten Herren greifen sich an, ziehen sich aber kein Leben ab. Wie ihr seht. So, unsere Aufgabe ist es jetzt, genau weil wir auf der guten Seite sind, müssen wir ihn platt machen. Oder ihn beschützen, denn die Gegner versuchen ja, ihn platt zu machen. So. Ich versuche das jetzt mal gerade auf halbwegs schnell, also nicht mal um ihn zu besiegen, nur ab der Hälfte kommt was Besonderes. Das möchte ich eigentlich noch gern zeigen. Ihr seht, das ist soweit die Attacke. Wenn man zu nah rankommt, macht er so einen Rundumschlag. Ich versuche es mal gerade, seht ihr? Zack, zu nah ran. Und jetzt machen wir ihn weiter kaputt. So, das geht doch mit ihm recht flott sogar, wegen seinem Angriffstempo. So. Ab der Hälfte wird es nämlich richtig cool. Das möchte ich euch noch zeigen. Und dann ist unser Video auch schon beendet. Ich hoffe, ihr konntet die Zeit dafür aufbringen, die 5 Minuten. Würde mich freuen. Ah. Ah. Jetzt muss es gleich beginnen. Jetzt. Guckt in die Mitte. Zack. Bäm. Schim. Kämpfen die zwei und wechseln die Positionen und dann geht der Spaß weiter. Wenn ihr ihn besiegt, flashen beide quasi aufeinander zu und von oben kommt so ein heller Schein. Dann klatscht. Ach komm, ich mache ihn gerade zu Ende, Leute. Ich denke mir, wenn ihr schon das Video schaut, dann schaut ihr auch jetzt bis zum Ende zu. Und dann kann ich den ja auch mal gerade besiegen. Ah, werde ich getroffen? Ja, okay. So. Machen wir das mal gerade zügig. Sehr schön. Ja, also es sieht auf jeden Fall gleich ziemlich gut aus und dann kommt auch schon, dann geht auf eine Lane, entweder oben oder unten, das variiert immer mal. Zuerst kanalisiert er sich in der Mitte, lädt seine Punkte auf, also seine Lebenspunkte halt und sein Schild. Und dann geht der Kampf auch los. Ja, und das ist soweit noch die Neuerung. Das sind soweit die Neuerungen. Mehr gibt's auch nicht. Ich denke auch, das reicht erstmal fürs Erste wieder. Und ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Ich mache das jetzt noch und dann beende ich das Video. Bis dahin, euer Murex. Und gebt mir einen Daumen, das wäre super. So. Und dann sieht man, wer gewonnen hat. Unserer. Sehr schön, er kriegt das Schild. Er kriegt ein richtig dickes Schild, weil das Leben, was unser Kerl noch hatte, kriegt man dann als Leben dazu. Und wir hatten ja volles Leben und er geht nach oben und reißt dann alles ein. Ganz, ganz einfach, wie ihr seht. Hier können wir gerade zuschauen. So, gut, warum er das jetzt gemacht hat, weiß er nicht. Und jetzt, ein Schlag. Zwei Schlag. Drei Schläge und weg, der Tower. Und ein Schlag. Da braucht es schon ein paar mehr Schläge, zwei oder vier. Vier Schläge, seht ihr. Oh, doch fünf, oh Mann. Aber jetzt, zack, weggerissen. Ihr seht, es sieht super schön aus. So, bis dahin, euer Murex. Haut rein.